So, moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute machen wir mal einen kleinen Produkttest oder beziehungsweise einen Qualitätsvergleich. Ich habe mir zwei GL-Stoßfänger für meinen Golf bestellt. Ja, den Produktvergleich mache ich auch nur, weil ich hatte mir zuerst die bestellt. Aber ne, bei DM Autoteile. Nur das Ding, obwohl auf der Internetseite in der Produktbeschreibung mit Passgenauigkeit geworben wird und 2 Jahre Garantie, passt es nicht. Ne? Es passt weder, passen weder die Träger noch passen die Seitenbank. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, bevor ich mir jetzt eine gebrauchte kaufe. Und dann auf Anraten habe ich dann gesagt bekommen, bestell die bei Werk 34. Ne? Die sieht dann so aus. Die wird so geliefert. Ne? Auch die Halter macht alles schon echt guten Eindruck. Ne? Auch die Halter, die sehen stabil aus. Wenn ich mir mal den Müll angucke, den man bei dem Autoteile kriegt. Ne? So, wabbelige Halter. Dadurch, dass die Seitenwangen nicht passen, ne, sind die Halter schon gebrochen. Die sind auch nur ganz billig geklipst. Ne, wie gesagt, das passt gar nicht. Und dann musste ich, damit die vorgesehenen Blinker reinpassen, den Träger abmontieren. Aber der ist überall mit so geilen Klammern, die man nicht so wirklich abkriegt. Dann sieht er ja so aus. Da muss ich das noch ausschneiden. Sieht dann so aus, aber bringt alles nichts, wenn die Stoßstange selber nicht passt. So, dann habe ich bei dir im Autoteil angerufen und gesagt, dass der Scheiß nicht passt. Dann sagte man mir, ich müsste das schriftlich reklamieren, weil ist ja, passt ja nicht, das heißt, ist ja Gewährleistung. Dann habe ich das schriftlich gemacht und nach langem Hin und Her, auch mit dem Geschäftsführer, wo dann unterstellt wurde, von wegen, ich sollte dann eine Werkstattrechnung beibringen, weil das die fachgerecht montiert war oder versucht wurde zu montieren und Nachweis erbringen soll, dass mein Auto keinen Unfallschaden hat. Mein Auto kennt man. Ne? Und ich tausche den Stoßfänger nicht, weil ich ihn tauschen muss, sondern weil ich die Breiten besser finde. Und deswegen, ja, so, das. Nochmal das Videobeweis. Ne? So, als nächstes werde ich die jetzt abschrauben, die Träger, und dann montieren. Ne? Ist auch alles dabei. Für die breiten Schuhstangen braucht ihr natürlich andere Seitenhalter. Die kann man gut bei Autodoc bestellen. Ne? Ich kann euch das gerne verlinken. Die kosten nicht wirklich viel, die kosten irgendwie um die 2 Euro das Stück. Günstiger als bei eBay selbst. Ne? Ja, gut. Ansonsten viel Werkzeug braucht ihr nicht. Ne? Ich mache das mit Schlagschrauber, 17er Nuss für den Stoßstangenträger und natürlich 13er dafür, und dann passt das. Gut, ich schraube jetzt mal die alte Stoßstange ab und dann zeige ich euch gleich noch, wie unterschiedlich die beiden sind. Ich hoffe, das kann man dann so sehen, und dann schauen wir mal. Alles klar, bis gleich.
So, die musst du abmachen. Die könnt ihr von innen. Kommt mal relativ gut ran. Den Pin in der Mitte rausdrücken. Und dann, ja. Dann kann man die einfach abziehen. Und wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann habt ihr hier noch den Stopfen drin. Den könnt ihr einfach rausdrücken, das ist ein Gummistopfen. Und dann passt der Halter für die breite Stoßstange rein. Jetzt bereiten wir die Stoßstange vor. Und dann, ja. Also, ich kann euch das mal eben hier zeigen. Die ist ja jetzt ab. Ne? So, wenn ihr seht, wie stramm das ist. So. Und wie gesagt, wenn ich jetzt reinschiebe, dann biegen sich die Träger nach außen. Ne? Und so. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber man sieht, wie weit die absteht. Das heißt, rein theoretisch müsste man die jetzt komplett warm machen und dann rüber drücken. Ich habe mit dem Lackierer gesprochen. Also klar kann man die anpassen. Ja. Dann müsste aber, wie gesagt, dann müsste die Stoßstange links und rechts erwärmt werden an den Ecken und dann zusammengedrückt werden. Es kann sogar sein, dass das dann hier eingeschnitten werden muss, ein Stück rausgeschnitten werden muss, zusammengedrückt werden muss und dann quasi neu verschweißt werden muss. Und ja, dann habt ihr eine hässliche Ecke und ne, das muss dann gespachtelt und glatt lackiert werden oder mit Bumper Spray nachbearbeitet werden. Ich glaube 100% Passgenauigkeit stand sogar drin. Ich füge mal einen Screenshot ein, damit ihr das seht. Ne? Aber auch, wenn man sich die Struktur mal anguckt, ne, die ist total ungleichmäßig. Und ja, das heißt, man ist ja tatsächlich gezwungen, die mit Bumper Spray zu lackieren. Ich habe das hinten gemacht, weil ich mir eine geholt hatte. So, und selbst mit Bumper Spray sieht das dann nicht so wirklich gut aus. Ne, das werde ich auch nochmal nachbearbeiten. Oder ich muss mir auch mal eine neue für hinten holen. Ja. Gut. Aber wie gesagt, ihr seht halt, das steht ab. Ich mache jetzt die andere soweit fertig. Und dann sehen wir das gleich im Vergleich. Achso, hier nochmal vielleicht der direkte Vergleich zu den Trägern. Ja. Das ist DM Autoteile. Das ist Werk 34. Ich hatte mir eine gebrauchte besorgt. Ja. Aber da war der Träger Matsch. Aber wenn ich mir mal den Träger angucke. Mal gucken. Ja. Also das sieht schon nah an Original aus. Ne, der Unterschied ist halt, dass der Grundträger hier von der Form her anders ist. Das heißt, vom Werk 34 wird draufgeschraubt. Also die Außenhaut auf den Träger und original ist das geklipst. Ne? Aber wie gesagt, das ist mir eigentlich völlig egal, ob geklipst oder geschraubt. Hauptsache, es hält vernünftig. Ne? Und wie man sieht, da sind auch die Gewinde direkt im Träger. Bei Werk 34 ist das, bei Werk 34 war schon, bei dem Teil ist das so billig gemacht, damit das von hinten mit der Mutter gekontert. Das heißt, man muss den Träger tatsächlich immer abbauen, um die Halter, ne, nachzuziehen oder ne, zu befestigen, abzuschrauben, Wasser, sowas, sonst auch immer. Ne? Wie gesagt, selbst wenn das hier so wäre, da sind vier Schrauben, dann kann man die Außenhaut abmachen. So. Gut, ich schraube das jetzt zusammen, dann sehen wir gleich, wie das fertig aussieht. So, ich habe es gerade mal eben schnell fertig gemacht, hat jetzt aber zwischenzeitlich mal eben geregnet.
Also, die Stoßstange passt natürlich eigentlich perfekt. Ja, der Spoiler unten, der kommt noch ein anderer dran, weil der ist erstens hat er die falsche Farbe und zweitens war der eh defekt. So, ne, andere Blinker muss ich mir noch besorgen, weil die passen auch nicht hundertprozentig da rein. Das sind die günstigen von Joom. Die sind wohl auch nicht wirklich passgenau oder mit noch eine Dichtung da rein. Ich weiß noch nicht, guck mal, was ich mache. Ja. Ne. Das ist auf jeden Fall dann auf jeden Fall ein freudiges Erlebnis, dass das jetzt funktioniert. Also, der Stoßfänger mit Träger kostet bei Werk 34 111 Euro. Plus Versandkosten sind dann irgendwie 100, ich glaube 136 Euro, 25 Euro in den Versand nehmen die, weil wegen Sperrgut. Aufschlag. Der im Autoteil ist natürlich um Welten günstiger gewesen. Da kostet das inklusive Versand 55 Euro, aber ne, das Ding können 40 Euro inklusive Versandkosten, bringt nur nichts, wenn es nicht passt. Ja, der nette Mensch, beziehungsweise ich habe den Stoßfänger ja reklamiert gehabt bei dir im Autoteil telefonisch. Dann hieß es, ich soll das schriftlich machen. Das habe ich dann gemacht. Dann kam eine lapidare Aussage von wegen, ich soll noch Bilder machen von der Problematik. Nur, ne, was soll ich denn fotografieren, dass das halt nicht passt? Ich kann weder die Halter fotografieren, wenn die Stoßstange halb drin hängt, noch was soll ich da großartig. Aber das Problem ist halt, das ist eine Masche. Ne, man kann, wenn man sich im Internet mal ein bisschen die Rezensionen durchliest, ne, bei jeder Reklamation gab es wohl irgendwie Probleme. Ne, dann wird dann gerne gesagt, ne, man soll Bilder machen und dann ist es mal ein Hin und Her, dann braucht man einen Werkstattnachweis, dass das Teil fachgerecht verbaut worden ist, beziehungsweise ne, dass das halt in der Werkstatt hätte gemacht werden sollen. Dann in meinem Fall sollte ich noch nachweisen, dass mein Auto unfallfrei ist. Ne? Und auf jeden Fall gab unzählige E-Mails hin und her und dann irgendwann hatte ich auch die Schnauze voll. Ne? Wie gesagt, naja, aber ich hatte im Vorfeld schon die Rezension gelesen und es ist tatsächlich so, wie es da drin steht. Also, ne, wie gesagt, es gibt viele, viele Teile, die passen wohl, da sind die Leute zufrieden mit, aber sobald was nicht passt, sobald es eine Reklamation gibt, dann stellen die sich da quer und wollen quasi dem Kunden bzw. dem Käufer den schwarzen Peter zu schieben. Na, Hauptsache, die selber sind mit ihrem Billig-Scheiß nicht schuld. Also ich werde da gar nichts mehr bestellen. Ne, dann lieber bei Werk 34, kostet vielleicht einen Euro mehr. Ist aber immer noch günstiger als Originalteile, sofern es ne, gewisse Originalteile noch gibt. Die Stoßstangen bei VW weiß ich gar nicht, ob es die gibt oder ob es die noch gibt. Ich glaube, bei Classic Parts habe ich gesehen, gibt es nur für hinten. Bringt dann ja alles nichts. Ne? Aber wie gesagt, Werk 34, die machen nur VW-Teile. Die haben eine ganze Menge an Zubehörteilen und Ersatzteilen. Spart euch das Geld bei WM Autoteile, weil das Problem ist, na, wenn was ist, ihr kriegt es sowieso nicht wieder. Na, dann lauft ihr ewig hinterher und na, was willst du bei 55 Euro noch großartig an rechtlichen Schritten einleiten? Da lohnt sich weder der Aufwand, um Verbraucherschutz einzuschalten, noch lohnt sich dein Anwalt. Na, weil du gehst mit allem Vorkasse und die haben Autoteile wollte dann ja auch, dass ich die Stoßstange auf eigene Kosten zurückschicke. Und dass das dann geprüft wird, aber ne, auch da habe ich Rezensionen gelesen, dann wird das dann geprüft und dann finden die da wieder irgendwelche Ausreden. Das heißt, dann bleibt man auch noch auf Versandkosten sitzen. Wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht seine 55 Euro wieder. Aber Sperrgutversand kostet auch um die 20, 25 Euro. Das heißt, ne, dann kann ich die besser behalten und mir als Deko irgendwo hinhängen. Ja. Gut. Wie gesagt, ich blende euch beide Rechnungen ein, damit ihr seht, dass ich das selber gekauft habe. Ne, da ist nichts gesponsert oder ist keine bezahlte Werbung. Ich mache die Werbung aus
für Werk 34 aus eigenen Stücken, weil wie gesagt, die ist gekommen. Und ne, die sind super nett da und wie man sieht, es passt ja auch alles. Muss jetzt noch lackiert werden, unten. Ne, oben das Stück, das lackiere ich nicht mit, das mache ich so wie hinten. Wenn das untere Stück, so wie das Original auch ist, wenn die lackiert ist. Sobald ich meine Wagenfarbe rausgefunden habe. Und dann geht's weiter. So, das nur mal so als kleinen Produkttest. Und ne, wo man am besten die Finger von lässt. Also wie gesagt, ich würde nicht so, also gar keine Stoßstange da kaufen. Ich würde gar keine Teile da kaufen. Weil das ist alles billig Scheiß und ne. Wie gesagt, lest selbst die Rezension. Ich gucke mal, was ich noch finden kann. Ich habe noch in welchen Foren habe ich noch gelesen, habe ich noch Sachen gefunden. Und das geht auch schon über ein paar Jahre so. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt aktuelle Geschichte nur ist, sondern das, ne, das ist schon ein paar Jahre eine Masche. Ja, ich finde, wer das nötig hat, die Kunden so über den Leisten zu ziehen für die paar Euro, ja, ne, sollen sie. Mir tun die 55 Euro jetzt nicht weh. Die macht mich nicht arm. Ne, wenn er meint, er wird davon reich, soll er halt machen. Ne, gut, alles klar. Dann ne, kommentiert gerne, Abo da lassen, Daumen nach oben. Ne. Alles klar, dann bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao. Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what. Told you I'ma do me.